So, jetzt können wir kurz noch ein paar Worte über das Thema Auswahl verlieren. Dadurch, dass wir diese Kategorienstruktur haben oder Bauteilklassenstruktur, können wir diese Bauteilklassen auch zum Auswählen von Elementen hinzuziehen. Das Auswählen generell funktioniert wie in jeder, oder nicht in jeder, aber in vielen anderen Programmen. Wenn ich also von links die Auswahl aufziehe, dann muss das Objekt, was ich auswählen möchte, komplett von meinem Auswahlrechteck umschlossen sein. Ziehe ich meine Auswahl hingegen von rechts auf, muss das Element nur berührt werden. Wichtig dazu ist, wir haben hier unten in der Statusleiste ganz rechts diverse Modi für Auswahlen, die wir aktivieren und deaktivieren können. Standardmäßig ist nur ein Auswahlmodus deaktiviert und das ist der Modus Elemente nach Fläche auswählen. Ich kann hier bestimmte andere Auswahlmodi noch deaktivieren, zum Beispiel, dass fixierte Elemente nicht auswählbar sind, dass andere Grundrisse, die ich mir als Unterlage anzeigen lasse, nicht oder Elemente aus solchen anderen Grundrissen nicht auswählbar sind oder dass Elemente aus verknüpften Dateien nicht auswählbar sind. Da gibt es also viele Möglichkeiten, wie ich das kombinieren kann. Wenn ich eine Auswahl habe, habe ich die Möglichkeit, diese runterzufiltern, weil sobald eine Auswahl vorhanden ist, wird mir hier das Filterwerkzeug angezeigt. Hier unten übrigens auch nochmal. Hier unten kann ich übrigens dann auch sehen, wie viele Elemente gerade ausgewählt sind. Rufe ich den Filter auf, bekomme ich hier diese Ansicht, wo mir im Prinzip alle Kategorien der ausgewählten Elemente angezeigt werden. Und ich kann jetzt beispielsweise sagen, ich möchte in diesem Fall vielleicht nur die Wände haben. Das heißt, ich sage jetzt keine markieren, wähle mir nochmal die Wände aus und bekomme dann genau die zwei Wände, die vorher in meiner Auswahl waren, entsprechend angezeigt. Wenn alle Elemente aus der gleichen Familie sind, dann sehe ich sogar hier, welcher Familientyp ausgewählt ist. Stammen die Elemente aus unterschiedlichen Familien, wird es mir so angezeigt, mehrere Familien ausgewählt. Und alle Eigenschaften, die diese Elemente dann gemeinsam besitzen, kann ich hier auch jetzt verändern. Was auch noch ganz interessant ist, ist, wenn ich hier meine Auswahl habe, habe ich über dieses Dropdown-Menü auch die Möglichkeit, direkt zwischen den verschiedenen Bauteilkategorien zu springen, beispielsweise hier in die Räume zu gehen und zu sagen, okay, alle Räume sollen vielleicht 4 Meter hoch sein oder was auch immer.